Moin und herzlich willkommen im Audioforum Berlin. Mein Name ist Arne Ückert und ich möchte Ihnen ganz kurz die Muso 2 vorstellen. Das ist das neueste kabellose Multimedia-System von Name Audio in Wiltshire in England. Und was Names Philosophie angeht, die möchten wir hier ganz kurz mal anreißen. I'm Roy, I'm Technical Director at Name Audio. I've been here for 26 years now. I'd say the ethos has changed very little really. The real power of listening to music at home or live, I mean that's, live is the ultimate, but if you can recreate some of that when you listen at home, then you've achieved an awful lot with a hi-fi system. And that's really where we're coming from. Was so überragend klingen soll, gehört natürlich auch in eine entsprechend hochwertige Verpackung. Und auch die zweite Generation der Muso thront, ebenso wie ihr Vorgänger, auf einer beleuchteten Plexiglasplatte. Der Körper der Muso 2 besteht aus gebürstetem Aluminium und die geschwungene Staubschutzabdeckung bricht die Formgebung etwas auf. Hinter der Abdeckung verbergen sich 6 Lautsprecher von Focal, einem der weltgrößten Hersteller von absoluten High-End-Lautsprechern, mit dem Name sich schon 2011 zusammengetan hat. Jeder Lautsprecher wird von 75 Watt angetrieben, wodurch wir eine Ausgangsleistung von ganzen 450 Watt erreichen. Die Muso 2 ist vor allem auf digitale Musik ausgelegt und wird bequem von unserem Android-Smartphone oder iPhone gesteuert, von dem wir per Bluetooth drahtlos Musik streamen können. Durch die kostenlose Name-App haben wir außerdem Zugriff auf Spotify, Tidal, Internetradio und andere wichtige digitale Quellen. Name spezialisiert sich schon seit Jahrzehnten auf digitale Musikwiedergabe und an die Wiedergabequalität kommt kaum ein Konkurrent heran. Dank unterseitig angebrachtem HDMI-Eingang, den wir bei der Muso 1 noch vermisst haben, können wir außerdem eine hochwertige Verbindung mit unserem Fernseher herstellen und die Muso 2 als Soundbar nutzen. Die Muso 2 könnt ihr übrigens kabellos mit anderen Geräten aus der Muso-Familie verbinden, wie beispielsweise diesem Muso QB, um ein Multiroom-System aufzubauen. Multiroom bedeutet, dass wir beispielsweise im Wohnzimmer über die Muso 2 Musik hören, die wir kabellos an den Muso QB in die Küche schicken. Wir können bis zu 6 Geräte in unserem Muso Multiroom-System miteinander verbinden. Die Muso 2 ist bei uns für 1499 Euro UVP erhältlich und kommt mit den üblichen 2 Jahren Garantie, während der wir das Gerät austauschen oder instand setzen, falls unerwarteterweise Probleme auftauchen sollten. Jetzt, wo Sie alle Eckdaten kennen, müssen Sie eigentlich nur noch rausfinden, wie die Muso 2 klingt. Dafür kommen Sie am besten bei uns am Kudamm vorbei und überzeugen sich selbst. Lassen Sie uns einen Daumen nach oben da, drücken Sie auf Subscribe und, wenn Sie noch Fragen haben, nutzen Sie die Kommentarfunktion. Und dann sehen wir uns im Audioforum. Tschüss!